Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Wir sind, wie man unschwer erkennen kann, wieder mal auf der Alpenmap. Neumiedibrunn steht an und wir sind auf unserem neu angesäten Grasfeld am anderen Ende des Tals sozusagen. Haben wir neu gekauft und das wird unser schönes, großes, neues Grasfeld. Hier mit dem Waldra habe ich das Ganze jetzt auch gewalzt, mal ausnahmsweise wieder. Und wir klappen jetzt die Walzen zusammen und fahren mal zurück zum Hof und dann schauen wir mal, was es heute zu tun gibt. Allzu viel ja nicht mehr, noch ein bisschen Micromanagement, noch ein bisschen Tiere füttern und ähnliches. Und ihr seht es, ich habe auch mittlerweile dieses Grundstück, dieses Erweiterungsgrundstück habe ich jetzt dann doch gekauft, damit wir es einfach ein bisschen leichter haben, hier dann auf diesem Gelände zu arbeiten. So, mal ein kleines bisschen hier. So, jetzt passt es, glaube ich, besser. Also ihr seht, ich habe hier ein bisschen gemalt, uns einen kleinen Weg gemalt und bei Gelegenheit werden wir hier dann auch die Pflanzen entfernen müssen, die Bäume entfernen müssen, damit wir dann hier bauen können, was wir hier bauen, ob wir dann hier noch einen Kuhstall oder ähnliches hinbauen. Da bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig. Da dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, wie wir dieses Feld oder diese Fläche nutzen können. Wie gesagt, eine Option wäre ein weiterer Kuhstall, weitere Tiere dort oben anzusiedeln oder dann doch hier ganz groß in die Silageproduktion. Vielleicht dann doch mit dem Bunker oder beides zusammen. Je nachdem müssen wir mal schauen, wie wir das hier managen auf diesem Gelände. Auf jeden Fall habe ich noch was Spezielles vor hier in dieser Folge. Aber zuerst bringen wir mal hier den Waldra zurück zusammen mit der Walze, die wir ja nicht mehr ganz so häufig einsetzen, denn auf den normalen, ich sag mal, angesäten Getreide-, Mais-, Rapsfeldern, da werden wir uns das zukünftig sparen. Aber ein Grasfeld, das wird eben einmal gewalzt und dann ist eigentlich auch gut und dann ist es auch schön glatt, flach und bestens. So. Neue Mini-Brunnen, die 91. Folge. Diese Map, die hält mich auf jeden Fall. Ich finde sie wunderschön. Schöne Abwechslung zu unserer Galgenberg. Und wer den letzten Stream gesehen hat, der hat vielleicht auch die Diskussion bzw. ja meine innere Diskussion mitbekommen um ein neues Fahrzeug. Und da habe ich mir gedacht, das werden wir jetzt erstmal hier anschaffen. Aber kommen wir gleich dazu. Jetzt packen wir erstmal den hier wieder weg. Und dafür haben wir ja hier diese kleine Hörmann. Da kommt der rein. So, da muss man immer ein bisschen ausholen. Mit dem Rangieren ist nicht ganz so easy mit dem Teil. Ja, aber das haben wir wieder mal gewuppt. Ein bisschen vorwärts und nochmal ein kleines bisschen rückwärts. Dann steht das Teil gerade drin. Okay. Bisschen vor und Motor aus und wir werden jetzt Folgendes machen. Wir springen gleich zum Händler, denn ich habe Folgendes vor. Ich habe mir gedacht, wir werden da oben eine andere Konstellation anwenden, was das Mähen angeht. Und ich habe das bei der Galgenberg schon mal erzählt. Und zwar haben wir ja extra ein bisschen zum Antesten auf unserem anderen Feld hier diesen Reform uns besorgt und ich glaube hier bei den Kompakttraktoren da auch diesen Reform, den H75 mit dem Mähwerk, alles aus diesem Hay and Forage Paket, weil wir das da ein bisschen angetestet haben. Jetzt machen wir was ganz, ganz was anderes und zwar möchte ich bei den Großtraktoren, ja, ihr höret und staunet, bei den Großtraktoren gab es vor kurzem einen neuen Mod und den fand ich poppig und interessant und wir können dieses Gerät auf jeden Fall einsetzen, den Clask Serion 2500 bzw. 3000, das war sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Mod-Beschreibung, der erste Xerion eben mit dieser Drehkabine, diese völlig neue Art von Zugmaschine und man sieht es auch ein bisschen am Design, dass das jetzt vielleicht nicht gerade das modernste Modell ist, aber ihr seht es am Preis, das Teil ist erschwinglich und wenn wir eben hier noch ein bisschen PS draufpacken auf den 3000er, dann haben wir hier 315 PS, dann können wir hier nämlich ein schönes Mähwerk dran machen und dann verwenden wir den dort oben nämlich als Mähgerät. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen vielleicht überzogen, aber ihr schaut ja hier oben auf unseren Kontostand. Ich glaube, wir können ein bisschen auch mal was ausprobieren und uns ja auch mal ein bisschen was gönnen. Also, Reifenvariante würde ich doch sagen, nehmen wir ein bisschen was Breiteres oder ich weiß es jetzt gar nicht, damit er vielleicht ein bisschen besser übers Feld kommt. Ja, nehmen wir doch einfach mal ein bisschen was Breiteres und Beschilderung. Was haben wir denn da hinten? Wie können wir das Gerät noch modifizieren?
Ja, machen wir doch einfach mal spaßeshalber alle Schilder dran. Feuerlöscher gibt es dann hier im Fahrerraum. Ne? Hier, da gibt es einen Feuerlöscher. Dann haben wir natürlich zusätzliche Scheinwerfer, alles, komplettes Paket und eine Anhängerkupplung, wobei da weiß ich jetzt nicht genau, was das, wozu die gut ist, ob die gut ist. Ja, machen wir sie mal dazu. Ich hoffe, die wird nicht stören. Und ansonsten brauchen wir natürlich ein Kennzeichen. So, wie immer. FRSC und jetzt weiß ich gar nicht, was wir haben. Nehmen wir mal, wann hat Christian Streich angefangen beim Freiburg? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon so lange her, 29 Jahre, war das 94 oder wann? Ist egal, wir nehmen einfach mal hier die 76. Aber wir könnten auch die 58 nehmen, ich glaube, so alt ist er. Na, lassen wir es, okay. So, und dann haben wir hier ein Maschinenschirm. Und das für unter 100.000 Euro haben wir 315 PS, geschmeidige PS. Und das werden wir hier sozusagen als, ja, ich sage mal, mehr nehmen. Da steht er. Ja, es wirkt gar nicht so groß, gell, wie unser anderer Xerion. Also der ist geschmeidig. Lasst ihn uns mal kurz anwerfen. Okay. Dann werfen wir mal kurz die Hilfe an, weil ich denke... Allrad, okay. Also der hat auch Allradlenkung. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, damit wir auf dem Ding gut drehen können. Und das ist so ein bisschen das Highlight. Ja, cool. So, wunderbar. Jetzt brauchen wir natürlich dann noch das Mähwerk. Und ich denke, wir werden jetzt, wie gesagt, wenn ihr die Diskussion verfolgt habt, wir werden jetzt ein Mähwerk nehmen von Klaas. Dann ist das nämlich so richtig einheitlich. Ich weiß, auf der Galgenberg, habe ich gesagt, ist ein bisschen blöde, weil wir dann für dieses Mähwerk, es hat keine Schwartablage. Aber ich finde, das passt dann auch, denke ich, in der Kombi ganz gut. Und wir werden dann eben sozusagen auf diesem Feld Heu machen. Auf dem großen Feld können wir dann Heu machen. Und oben auf dem anderen Bergfeld, da können wir Schwartablage machen. Da machen wir dann entweder Grasballen oder Silageballen. Und somit können wir dann bei dem anderen Heuballen machen und nehmen dann eventuell auch eine andere Presse oder einen Ladewagen. Das werden wir uns dann ansehen. Aber jetzt schauen wir mal, ob der das Ganze auch packt. Aber von dem PS sollte das kein Problem sein. Ja, das ist natürlich geschmeidig hier mit der Allradlenkung. Sehr schön. Wunderbärchen. So. Ja, also, Augenblick. Dann machen wir doch schnell ein Foto, ein Thumbnail. Ihr wisst ja Bescheid. Der neue Xerion 3000 hier bei uns jetzt auf der Karte. Zack. Und gut ist. Wunderbar. Dann bringen wir den einfach mal hoch. Ach, da haben wir ja noch den Wickler stehen. Das fällt mir auch gerade ein. Ja, genau. Den wollten wir ja dann hochbringen auf das andere Feld. Und dann schauen wir mal, wie wir das alles neu verteilen. Oh, das wackelt aber ganz schön da vorne. So, da bin ich mal gespannt. Der müsste doch hoffentlich hier mit 315 PS einigermaßen flott den Berg hochkommen. 40 km/h reicht uns ja auch völlig, weil im Prinzip werden wir ja nur da oben auf dem Feld den bedienen oder nutzen als reinen Mäher. Und mit dem Mähwerk kann er, glaube ich, 22 km/h fahren. Also das heißt, da wird er auch ordentlich flott mähen. So, da müssen wir lang. Zu unserem neuen Feld. Also wie das da vorne wackelt, das macht mir ein bisschen Sorge. Nicht, dass uns das gleich hier noch abfällt. Oh ja, also im Moment kommt er da gut den Berg hoch. Oh, das rumpelt aber hier. So, einmal nochmal links rum. Ja, jetzt merkt man dann doch den Anstieg, ne? Aber im Prinzip packt er das sehr, sehr gut. Sehr schön.
hier haben wir den Aussichtsparkplatz. Da ist gerade niemand. Sehr schön. Und dann fahren wir hier mal links rum und stellen den einfach mal auf die Fläche. Werden wir uns den dann nochmal ein bisschen anschauen und dann freuen wir uns darauf, wenn wir hier mit dem den ersten Schnitt machen können. Ich denke, wir werden das alles hier noch ein bisschen modifizieren. Vielleicht packe ich dann doch mal eine Halle her. Denn die Idee ist jetzt dann doch so ein bisschen, hier dann eben rein die Maschinen in den Fuhrpark für den ersten, für den Schnitt hierher zu packen. Und da sehen wir dann mal weiter. Ah, hier ist doch ein bisschen eine Fläche, da können wir das Teil hier rückwärts einparken. So, Dille, jetzt haben wir dann irgendwie bald, für jede Tätigkeit haben wir jetzt bald eine Maschine, wunderbar, der Xerion 3000 mit dem entsprechenden Mähwerk von Klaas, die Klaas-Kombi ist doch wunderbar, haben wir jetzt hier und damit können wir, wenn ich richtig weiß, 10 Meter Breite, oder? Wir schauen nochmal ganz kurz rein, was hat denn das Ding drauf? So, also 22 km/h und 10 Meter. Jo, das passt doch wunderbar und da freue ich mich schon drauf, wenn wir damit hier das erste Mal aufs Feld gehen. Dann bringen wir eben dann den Schwader hoch, den wir ja auch noch haben. Und dann schauen wir mal, wie wir hier damit umgehen, ob wir dann hier Ballen pressen oder ob wir dann eben, also Quaderballen zum Beispiel, da würden wir uns noch eine Quaderballenpresse besorgen. Und dann könnten wir hier mit Ballen arbeiten. So, sehr schön, wunderbar. Dann hätten wir wieder mal was für diese Folge hier Schönes eingekauft und können uns dann schon darauf freuen. Genauso, wie wir uns dann auch mal demnächst darauf freuen können, dass wir hier auf der Map tatsächlich, und da schauen wir kurz mal rein, hier Zuckerrohr ernten werden. Ihr erinnert euch, ich habe hier auf Feld Nummer 25 tatsächlich Zuckerrohr angesät. Ich glaube, das sieht man nicht mehr allzu häufig und das wird wann fällig? Zuckerrohr wird fällig, ja, erst im Oktober, November, im Herbst. Sehr schön. Okay, aber was demnächst fällig wird, und da schauen wir mal, dass wir bald in den nächsten Monat kommen, das sind die Felder 11, 13 und die 2. Also da werden wir, denke ich, im nächsten Monat ernten können. Aber zuvor haben wir noch ein bisschen Micromanagement hier auf dem Hof. Denn ich glaube, wir müssen uns noch ein kleines bisschen hier um unsere Tierchen kümmern. Lasst mich mal überlegen. Schauen wir mal ganz kurz rein. So, also um die Schafe, glaube ich, da müssen wir uns nicht kümmern. Wir haben 80 Stück. Wie sieht es denn da aus? Müssen wir da welche verkaufen? 17 Monate und die haben sich gerade reproduziert. Da schauen wir mal, wie sich das verhält da mit dem Geld. 525, auf jeden Fall haben die genug zu futtern, da müssen wir uns eigentlich um nichts kümmern. Dann haben wir hier die Brown Swiss oben auf dem Alpenhof. Ja, da können wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen was tun, damit die noch Futter haben, auf jeden Fall. Und Reproduktion hat noch ein bisschen Zeit. So, bei den Schweinchen sieht es ja so aus, solange da keiner über 1000 kommt, und das wären wohl die ersten hier mit 741, brauchen wir noch nicht ans Verkaufen denken. Aber wir haben jetzt 200, 300, 350. Ja, Augenblick, 2, 3, 450, wie viel passen denn da überhaupt maximal rein in den Stall? Da müssten wir mal schauen, ich habe da überhaupt gar keinen Plan. Oder ist da jetzt voll? Dann wäre es sowieso angebracht, dass wir Tiere hier verkaufen. Hm. 450, der Laden ist voll, ne? Ja, wann reproduzieren die sich denn als nächstes? Mhm, geschlechtsreif, Reproduktion, Reproduktion, die haben sich alle erst gerade reproduziert, okay. Und geschlechtsreif. Also das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit und können mal warten, dass die hier tatsächlich auf 1000 Euro kommen und die hier, und dann werden die entsprechend abgestoßen. Futtermäßig ist es eigentlich okay, da kommen wir durch. So, die Hühner sind auch gut. Ja, das passt auch, aber da könnten wir natürlich auch welche verkaufen, zum Beispiel die hier. Reproduktion, 9 Monate, 16, das sind auch die ältesten, genau. Dann werden wir die hier erstmal verkaufen. Damit wir wieder etwas Platz haben dann für neue Tiere. So, die hier müssten es sein, oder? 16, genau. Okay. Sehr schön. Weil dann dürfte das futtermäßig auch wieder gut passen. So, dann haben wir noch die Tiere hier bei uns am Hof. 1500. Die sind kurz vor der Reproduktion. Und ich bin der Meinung, da ist Luft. Okay, viel müssen wir da eigentlich auch nicht machen. Wir schauen noch mal ganz kurz. Weil das, die Sache ist natürlich immer die, wenn sich die Tiere reproduzieren, aber der Stall ist voll, dann geht das ins Leere. Das wäre natürlich auch schön. Ja, okay, da haben wir noch genügend Luft. Also, dann warten wir ab, bis die sich hier reproduzieren.
diese hier, diese 20 Stück, dann haben wir hier 20 mehr und dann können wir diese eigentlich verkaufen, weil 1500 ist der höchste Wert und dann können wir die hier abstoßen. Das heißt also, wir müssen eigentlich hier oben noch ein bisschen was nacharbeiten. Ups. So. Und wenn ich jetzt richtig weiß, jetzt müssen wir erstmal schauen, Augenblick, da haben wir doch letztens Ballen reingeworfen. Wartet mal. So, ich glaube, die Silage ist fertig. Ja, jetzt sollte ich natürlich auch die Info wieder einschalten. So, hier, die Silage ist fertig. Das können wir also schon mal aufdecken. Okay, wunderbar. Und da haben wir, glaube ich, noch genau, das haben wir erst fertig gemacht. So, was haben wir hier? Hier haben wir doch, Augenblick, Heu, Silage, Heu und Gras. Okay, jetzt schauen wir erstmal, was wir im Silo haben. Einmal hier ums Haus rum. So. Und da packen wir normalerweise immer, okay, Silage, Stroh. Ach, wir haben nur 3000 Liter Stroh. Ja, das ist sozusagen der letzte Rest. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Silage. Dann machen wir mal... Yep, okay. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Ballen Heu. Und da muss ich jetzt gerade mal schauen. Ja, da haben wir doch unser Gerätchen, genau. Sehr schön. Dann legen wir doch einfach mal hier unser Gewicht ab. Aber zuvor müssen wir eigentlich erstmal hier den Wagen wegbringen. Und da bin ich jetzt natürlich immer überlegen, wo packen wir denn den jetzt wieder hin? Wo haben wir denn Platz? Ich würde sagen, wir fahren einfach mal rückwärts raus und dann werden wir uns schon mal Gedanken machen, wann da, wo wir den am besten mal unter... So, hier einmal durchs Gebüsch. So, passt das auch? Ja, das wird hier jetzt alles ein bisschen eng. Da haben wir eine Schaufel und da haben wir doch auch einen Spieß. Okay. So, einen Heuballen brauche ich bitte. Einmal Heuballen, Quaderballen. Ich glaube, der ist relativ groß, 7200, aber das ist okay. Dann nehmen wir mal einen oder Augenblick. Was haben wir denn sonst noch? Rundballen, Silage, Rundballen, Heu. Ach, das ist genau einer. Wunderbar, das passt. Dann nehmen wir doch den. Da ist er. Gut, sehr schön. Da liegt er und sagt nichts. So, jetzt bin ich gerade, ja, das glitscht immer hier durch, ne? Das ist auch, irgendwas ist mit dem Silo King hier. So, dann machen wir das so. Ah ja, okay, dann müssen wir das. So, Dille, so geht's auch. Dann lassen wir mal hier das Anbauteil dran. Und das sieht doch für mich nach Mischration aus. Das passt soweit. Ja, ich glaube, wir hätten schon überladen können für die Tierchen. Also, dann hier mal ran. Und dann werden wir die Tierchen mal füttern.
Sehr gut. Sehr schön. So, wie sieht's aus? Sind Sie soweit zufrieden? Ja, 64.000, aber das sind die Tiere, die wir natürlich unten am Hof haben. So, hier sind unsere 25, 53.000, das passt soweit. Ich glaube, die sind soweit zufrieden. Und ich bin an der Stelle auch zufrieden. Und ich denke, wir werden jetzt relativ zügig in den nächsten Monat gehen und mit der Ernte anfangen von den drei Feldern, die ich euch vorhin gezeigt habe. Also Freunde, das soll es für die Folge mal wieder gewesen sein. Die wunderschöne neue Mini-Brunnen, die unsere Alpenmap hier bei uns auf dem Kanal im LS22. Also bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage wie immer an der Stelle Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.